Worauf achte ich, wenn ich eine Frau date und mit ihr eine Beziehung möchte? Da achte ich auf exakt 7 Punkte und diese 7 Punkte möchte ich mit dir besprechen. Mein Name ist Andreas Lorenz und ich helfe Männern, aber auch Frauen dabei, erfolgreich mit dem anderen Geschlecht zu werden. Und der erste Punkt, den ich mit dir besprechen würde, ist folgender und zwar, ist sie gebend oder nehmend? Das ist eine Frage, die ich gerne auf einem Date stelle, um herauszufinden, mit was für einer Person habe ich es denn zu tun. Wenn die Person sagt, sie ist absolut nehmend, dann ist das für mich schon ein Dealbreaker. Einfach aus dem Grund, weil wenn du jemand bist, der aus Liebe herauskommt, dann gibst du etwas. Und du willst dann auch nichts dafür haben, sondern tust das aus Liebe heraus. Und deswegen ist es so, wenn eine Person zu mir sagt, ich bin nehmend und gebend, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn sie sagt, sie ist gebend, dann ist es für mich natürlich das Ultimo. Denn ich persönlich bin auch eher jemand, der mehr gibt als nimmt. Und dann beschenken sich auch beide. Also wenn du jemand bist, der sehr viel gibt und die Frau auch, dann beschenkt ihr euch. Ihr werdet beide sehr reich. Und das ist sehr, sehr schön. Wichtig ist aber an diesem Punkt auch darauf zu achten, sagt sie das nur oder tut sie das auch wirklich? Als Beispiel, wenn du die Frau dann eben datest, bringt sie dann etwas mit. Du hast irgendwas gekocht und sie kommt dann und sagt, hey, weißt du was, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du gekocht hast. Ich habe uns beide noch eine Flasche Wein mitgebracht. Dann merkst du, sie gibt etwas. Und das ist sehr, sehr schön. Der zweite Punkt ist sie dankbar? Halte ich für unheimlich wichtig, denn wenn du einer Person begegnest und dir einfach etwas schenkst und du siehst diese Dankbarkeit und nicht dieses, hey, danke, toll, dass du mir einen Blumenstrauß mitgebracht hast, sondern wirklich dieses Funkeln, dieses wow, ja, danke dafür. Also, wo du merkst, es kommt wirklich vom Herzen, dann ist es sehr, sehr schön, weil dann macht es auch wirklich Spaß. Dann kannst du auch, wenn du eine Person bist, die sehr gebend ist, dann gehst du auch dabei auf, weil du dich darüber freust, dass du die andere Person beschenkst und sie dann eben auch Dankbarkeit zeigt. Halte ich auch für einen sehr wichtigen Punkt. Der dritte ist natürlich, wie ist die Datingphase? Ist die fließend oder eher langsam und zäh? Es gibt ja natürlich auch Frauen, aber auch Männer, die dann alle 24 bis 48 Stunden mal zurückschreiben. So, hey, danke, ja, alles war toll am Wochenende. Ja, ich muss noch gucken, ob wir uns nächste Woche treffen können. Und alles ist so zäh und dauert so lange. Du bekommst keine Antwort. Dann ist es halt einfach so, dass ich ganz oft das Gefühl habe, okay, also entweder hast du kein wirkliches Interesse und hältst mich einfach nur hin. Oder es ist wirklich deine Art der Kommunikation, aber das ist jetzt nicht meine. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jeden Tag mit der Person schreiben muss. Für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn man mal auch einen Tag nicht schreibt. Bloß, wenn man dann eben auch mal schnell Antworten bekommt. Also sagen wir mal, ich schreibe der Frau in der Früh und sie antwortet mir dann mittags oder nachmittags. Dann ist es cool. Dann ist es wirklich etwas, wo ich sagen kann, hey, das macht Spaß, ja, weil dann ist es ja nicht zäh, dann geht es relativ schnell voran und darum soll es ja auch gehen bei der Datingphase. Es soll ja Spaß machen, es soll ja eben auch nicht so zäh sein, so langweilig, so ein Kampf, ja, also wirklich, dass du die ganze Zeit dran arbeiten musst, dass du eben auf den nächsten Schritt kommst. So, dann kommen wir zu dem vierten Punkt und der ist natürlich, wie gehe ich mit fremden Menschen um? Das ist auch etwas, worauf ich ziemlich gut achte. Und zwar, wenn du dann eben in einem Restaurant bist, vielleicht dazu auch eine kleine Geschichte. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, wo ich in München gelebt habe, habe ich ein Mädel gedatet über eine längere Zeit. Und wir waren dann in einem Restaurant, das war, glaube ich, dann das dritte Date oder sowas. Und dann hat sie angefangen, die Kellnerin anzupumpen. Und die hat nichts gemacht. Also die hat sich ganz normal verhalten und ich habe das nicht verstehen können. Und wenn eine Person immer mit anderen Menschen, gerade mit fremden Menschen, schlecht umgeht, dann ist das immer ein Indikator dafür, dass sie mit ihren eigenen Emotionen vielleicht nicht so ganz klarkommt und dass sie dann vielleicht eben diese Negativität auf andere rauslässt. Und das kann sich dann später in der Beziehung auch so zeigen, dass sie dann diese Negativität auf dich überträgt. Deswegen ist es für mich immer so ein Indikator, wo ich sage, da habe ich keine Lust drauf. Dass man mal einen schlechten Tag hat, vollkommen in Ordnung, aber wenn das wiederholend ist, wenn man merkt, okay, irgendwie ist da die ganze Zeit diese negative Spirale drinnen, dann macht das halt einfach keinen Spaß. Und dann ist es halt auch so, dass du dann eher davon Abstand nehmen solltest. Also es wäre jetzt so mein Ansatz, weil es einfach, es wird dich halt nicht nach vorne bringen. Du willst dich ja mit Menschen umgeben, die ja auch positiv sind. Ja, weil dann könnt ihr beide auch wirklich zusammen mehr Spaß haben und euch bereichern und beschenken. Und darum geht es ja genau. So, der nächste Punkt, ich glaube, das ist der fünfte, das ist dann halt eben auch der, wo es dann um,
Süß, ja. Wo es dann eben auch um das Thema Sexualität geht. Und zwar kann sie das halt eben genießen oder eben auch nicht. Denn wenn du dann eben einer Person begegnest, wo ihr beide euch, ja, ihr wollt euch ja auch hingeben, es soll ja auch eine körperliche Annäherung geben. Also eine Beziehung ist ja zum einen Emotionalität, ja, man verliebt sich in den anderen, aber es hat auch was mit körperlicher Annäherung zu tun, mit Körperlichkeit, mit Austausch, mit Zärtlichkeit, mit Kuscheln, aber auch mit Sex. Dann ist es auch wichtig, wie ist das zwischen euch? Liebt sie es, von dir berührt zu werden? Wie ist der Sex zwischen euch? Das sind einfach auch so wichtige Anhaltspunkte. Kann sie sich darauf einlassen oder eben auch nicht? Denn wenn eine Frau einfach immer so körperliche Distanz braucht und du aber jemand bist, der körperliche Nähe sucht, dann wird dich das einfach nicht glücklich machen. Das kann ich dir einfach nur aus Erfahrung sagen. Ich habe das auch selbst ausprobiert. Es funktioniert einfach nicht. Also ich bin jemand, der braucht diese körperliche Nähe und die Frau sollte das im besten Fall auch haben. Weil dann finden wir auch immer zueinander, berühren uns und zeigen ja auch dem anderen unsere Art von Zuneigung. Der nächste Punkt ist natürlich auch, wie fühle ich mich in ihrer Wohnung? Gerade wenn du das erste Mal in ihrer Wohnung bist, solltest du dich auch mal fragen, fühle ich mich wohl, fühle ich mich unwohl, wie ist es in der Wohnung, ist es ordentlich, ist es nicht ordentlich? Ich habe immer für mich erkannt, bei Frauen, wo ich mich in der Wohnung von Anfang an wohlfühle, also so als wenn ich da schon leben würde, das ist immer ein guter Indikator, weil die Wohnung dann auch meistens parallel mit meiner eigenen Wohnung hat. Das heißt, es ist vielleicht auch ordentlich oder es ist schön eingerichtet und dann fühlt man sich wohl. Man denkt sich, hey, ich bin irgendwie zu Hause. Und das finde ich auch sehr schön, weil das dann auch ein Indikator dafür ist, dass man sich in gewisser Weise ähnlich ist. Gerade wenn du dann auch eine Beziehung suchst, die halt wirklich langfristig geht, also wo es dann auch um das Thema geht, dass man vielleicht irgendwann mal auch zusammenzieht, dann sollte das halt schon passen. Weil spätestens dann, wenn es mit der Wohnung eben nicht passt, dann gibt es natürlich halt immer Diskrepanzen. Und da kann ich dir einfach nur sagen, das ist nicht so cool. Und dann kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt. Und der letzte ist natürlich auch, wie ist das Familienverhältnis? Es ist so, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn sie ein Scheidungskind ist, dann kann es sein, dass sie vielleicht auch gewisse Bindungsstörungen hat oder dass sie halt dann allgemein sich schwer tut im Rahmen einer Beziehung. Das kann sein, muss nicht sein. Da achte ich halt immer ein bisschen drauf. Das heißt, je nachdem, wie das Verhältnis zu ihren Eltern ist, zu ihrem Vater, zu ihrer Mutter oder allgemein, ja, auch zu ihrer Schwester, zu ihrem Bruder, Geschwister, dann ist es halt immer so, dass man da einfach ein Augenmerk drauf legen sollte. So, das sind halt einfach so die 7 Punkte. Und wenn die erfüllt sind, dann ist es für mich so, dass ich mir denke, hey, das könnte relativ gut funktionieren, weil dann einfach die Gegebenheiten da sind. Also es passt einfach, die Rahmenbedingungen passen. Und meiner Erfahrung nach ist das dann halt auch eher eine Frau, wo es wirklich langfristig und glücklich sein wird. Und toll sein wird. Und ja, das einfach dazu. Schreib mir gerne einfach mal in den Kommentaren mal so deine Punkte, worauf du achtest bei einer Frau. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg.